Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Sonntag, ja, zur letzten Folge am heutigen SMS, genau, am Supermarsch-Sonntag, der letzte Supermarsch-Sonntag, aber SMS wird es weitergeben, es wird den Supermarsch-Samstag geben, also von daher, ja, wird es auch weiterhin ja, mehrere Folgen am Wochenende geben, hier von der Marsch. Und daher, ja, die Zeiten, die eben eingeblendet worden sind, die sind noch nicht up to date. Das muss ich alle erinnern. Daher verzeiht es mir ein wenig, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil da bin ich nämlich noch nicht zugekommen. Wo fahre ich denn hier wieder lang? Naja. So, das, was wir jetzt erstmal hier am Anfang der Folge machen wollen, ist erstmal das Sägewerk wieder befüllen, damit das Sägewerk wieder arbeitet. Müssen noch ein bisschen, ja, Paletten hier produzieren, damit wir auch, ja, den einen oder anderen noch verkaufen können in der 250. Folge. Der ist schon mal fertig. Schon mal gut. So. Das heißt, den können wir dir zurückschicken zum Hof. Oh, das ist schon mal waschen. So, dazu. Dann schicken wir den hier Hof, Werkstatt und gute Reise. Können wir den auch jetzt hier einstellen? Feldarbeit. Spaden. 64. Abfahr am ersten Weg. Und los geht's. So. Was hat der denn hier für ein Problem? Ah. Okay. Ich habe keinen Dünger mehr. Das gibt auch noch einen Spaß, dass ich jetzt schon für die Teams lernen. Vor allem schon um. Ja. Eine Ruder dafür finden, das ist wieder der nächste Punkt. So. Ja. Der ist hier, scheint. Ja, den werden wir gleich auch losschicken. Ah, der ist ja auch schon fertig, ne? Also der ist schon. Mal schon mal entlassen hier. Hä? Was ist die Idee hier? Das ist irgendwie eine Schleife hier drin. Hä? Was ist das denn jetzt? So, fangen wir jetzt hier noch weiter hier. Runde um Runde hier drehen. Moment. Ja. Steigen wir hier ein. Starten schon mit dem Motor. Mal gucken, haben wir jetzt richtig. Ja. So, U. Und B, U. Dann gehen wir hier hin. Wo wollen wir hier? Leerpaletten, Pellets, Holzstangen, da haben wir das. Das Ding ist hier.
Okay. So, wie viele Paletten haben wir jetzt hier noch? 2 und 12 sind 14 Paletten haben wir noch. 14 Paletten haben wir noch. Gut. Handholz schon hier. So, 14 Paletten. Ich dachte gerade, ich hätte mich halt wieder verrechnet, aber nein, hab ich nicht. Das sind schon mal 640.000 Liter an Holzstamm. Die wir nochmal eben schnell rüberbringen ins Sägewerk. Damit das Sägewerk immer wieder arbeitet. Habe ich jetzt schon so lange angekündigt, dass ich das vorhabe. Irgendwie ja, ist immer was dazwischen gekommen und dann hat es doch wieder nicht funktioniert. Ziehen wir euch vielleicht auch mal wieder hier. Das ist schon mal schick. Fahren wir den jetzt hier zurück und dann würde ich mal sagen, fahren wir mal eben schon schnell auf dem Hof irgendeinen Traktor, also Traktoren habe ich ja noch mal da rumstehen. Wir haben ja noch keine Autodrive-Pose für angelegt, wenn wir den hier hinschicken können. Das hört man noch nicht. Nehmen wir den mal hier um. Ich möchte mich irgendwie da an den Anhänger da lang kommen.
Wollen wir damit jetzt mal zu. Ah, okay, für deine Tanken, okay, super. Ich glaube, ich weiß den Umweg, aber egal, ganz normal, hier lang. Fahren wir mal zum Milchweg. Ich würde sagen, wir fahren als erstes zur Melzerei, holen da schon mal die Paletten raus, bringen die schon mal in die Brauerei. Dann fahren wir danach zur Mehlfabrik, dann bringen wir die Mehl in die Bäckerei. Und dann bringen wir Mehl zur Nudelfabrik und dann machen wir Mehl für die Produktion. Mal gerade gucken. So, große Paletten, okay. Ja, Malz. B. So, das heißt, hier gehen 16 Paletten drauf. Dann machen wir hier das Ding einmal voll, wenn es dann möglich ist. Paletten haben wir hier 20, na gut. So, würde ich sagen, oh, mal hier. 1, 2, 3. Ja, schön. Dann fahren wir jetzt zur Bäckerei. Machen wir da schon mal die ersten.
können auch da jetzt die ersten, ja, Produkte so halbwegs produziert werden. Erstmal gucken, ob ich dann schon auf Feld 64 den Ballenpresse dahin jagen kann. Dann müssen wir auch mal gucken, wenn wir jetzt ganz schnell die Ballen pressen, bevor der Regen wieder kommt. Ah, ungefähr hier noch hin muss das Wasser, fällt mir gerade ein. So, B, Z. Sieht schon mal gut aus. Mal hier gucken, unsere Anzeigetafel, wie hier aussieht. Ja, Wasser fehlt hier. Hefe, Mohn, Zucker, Eier. Ach, hier können wir auch Liquid Egg hinbringen. Produkte, Rohstoffe, Butter, Milch. Naja. Haben wir hier überhaupt schon irgendwas, was wir hier abholen können? Ah, Brot haben wir ja schon, okay. Brauchen wir dringend hier Wasser. Geht hier gar nichts. 47 Brötchen. Ah, ein paar Paletten, dann haben wir hier 6 Paletten Backwaren. Und wo können wir die eigentlich auslagern? Was haben die denn hier raus? Ah, hier ist Brot. Okay. Und wo stehen die jetzt? Wo kann ich die jetzt laden? Ah, hier. Okay. Sehr schön. Sehr schön. So, ja. Hä? Bin ich nicht bei Backbahn? Hä? Wo bin ich jetzt hier? Ach, Brötchen, Moment. Ah, okay. So. Alles eins. Okay. Hä? Was ist das denn hier? Oh ja. Gut, aber egal. In welches Lager kommen die denn jetzt? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ein paar Paletten noch. Gut. Dann mal eben schnell rüber. Bringen wir die mal eben schnell rüber. Ins Lager. Ach, wir wollten auch noch Honig. Produktionen an den Start. Aha, hups, hups. Oh, ein bisschen da. Ich habe jetzt gedacht, der knallt jetzt voll im Schnee. So, Lebensmittel. Ah, da drüben, okay. Das Obst, Gemüse. Kann man mal hier reinbringen. Unsere ersten Produkte aus der Bäckerei. Hä? Ist hier falsch oder was? Nudeln, Spaghetti, Tortellini. Ah ne, alles gut. Alles gut. Tomatensuppe. Zuckermehl, Malz. Brot, Brötchen, Hefe. Aha, ah, alles gut. Alles gut. Backen. Alles gut. Können wir eben die restlichen Paletten jetzt holen, damit wir die auch noch eben schnell einlagern.
Oh. Das war jetzt keine gute Idee. Einmal U hier. Ich muss ja noch Wasser hinbringen. Ah. Oder sollen wir eben Wasser kaufen? Ich glaube, wir kaufen eben Wasser. Ich glaub, egal. Schon keine Zeit, wir jetzt mal Wasser aufzubringen. Ja, 200.000 ist alles gut. Geht hier die Produktion hier weiter? Wie viel der Tischler eigentlich schon produziert hat. Sehr schön. Dann haben wir drei Mehl. Also, wir müssen auf jeden Fall noch mehr, ja, Weizen, Gerste, was auch immer hier haben, damit die Milchproduktion hier auch gut gefüllt ist. Damit auch hier wir immer ausreichend, ja, Mehl haben. Wir brauchen ja doch mittlerweile unwahrscheinlich viel Mehl. Das ist sehr irre viel. Mein Gott. 4 Paletten. Naja, egal. Besser im Moment als gar nichts. Ist nicht eben auf U gedrückt. Das ist gut. Okay. Abnahmestellen, Nudelfabrik, Paletten. Das schon mal ändern können. Dann hier drauf. So, umbenennen. 47. Und schon. Hey, haben wir hier noch einen Kurs drin? Ja. Kann man hier löschen.
So, mal gucken. Hä, warum schießt der da schon? Den können wir ja auch entlassen. '64 am ersten Weg soll er starten und schon mal hier wieder abladen. Laden wir doch schon mal wieder was ab. Das ist doch schon mal schick. Das freut mich doch. Ladestelle. Dann möchte ich jetzt noch einmal. Da muss ich wieder stundenlang in Stickere. Gehen wir jetzt einfach hier hin. Und dann gehen wir hin. Ach, Moment. Einsteigen. So. U. G. Dann gehen wir hier drauf. Holzstamm und Maximum sind 54. Was heißt, danach müssen wir noch 10 Paletten auslagen. Aussteigen. Holzstamm machen wir. So, da habe ich gesagt 10 Paletten, ne? Und fahren wir noch einmal zum Sägewerk. Ja, dann darf ich dann auch schon mal wieder verabschieden. Danke sagen für all diejenigen, die hier heute wieder reingeschaltet haben, die einen Kommentar dagelassen haben, die ein Like dagelassen haben. Also ein Däumchen, ne? In nördlicher Richtung. Wenn das noch nicht getan habt, dann macht es doch jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die dann auch schon in den Startlöchern steht. Und diese, muss ich jetzt nochmal gucken, wird erscheinen morgen um 14 Uhr. Da gibt es also dann die nächste Folge hier von der Marsch. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ja, dann schaut da auch mal bei meinen anderen Videos vorbei oder im Livestream.
der zurzeit auf Twitch läuft. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund, ich bin raus und ciao.